Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich will noch mal kurz den Innenminister berichten. Es ist kein Entschließungsantrag, der nur auf Grundlage des Gesetzentwurfs entstanden ist, sondern es ist ein eigenständiger Antrag, der nichts mit dem Gesetzentwurf zu tun hat. Wir reden heute über den Verfassungsschutz. Ich rede jetzt über unseren Antrag, mein Kollege nachher über den Gesetzentwurf. Ja, meine Damen und Herren, Verfassungsschutz. Der Verfassungsschutz ist in politisch aufgeladenen Zeiten immer offensichtlicher politisch beeinflusst. Er wird zum Instrument, um die Opposition zu diskreditieren und klein zu halten. Wir haben es zu tun mit einem Verfassungsschutz, dessen ehemaliger Bundeschef Hans-Georg Maaßen gehen musste, weil er es wagte, eine Auffassung zu vertreten, die nicht dem medialen linken Mainstream entsprach. Er erlaubte sich, eine eigene differenzierte Einschätzung zu Chemnitz, die nicht auf einem geschnittenen Antifa-Video basierte, zu haben. Er widersprach all den Striegels, Quades, Nagels und vielen anderen Antidemokraten im rot-grünen Gewand. Er scherte eben nicht alle Chemnitzer und nicht alle Sachsen über einen Kamm. Was war die Folge? Er musste gehen. So wie jüngst der Ostbeauftragte der Bundesregierung Christian Hirte, weil dieser sich erlaubte, einem gewählten Ministerpräsidenten in Thüringen zu gratulieren. Was folgte, ist ein Witz, ein Wanderwitz, um genauer zu sein. Dieser Marco Wanderwitz ist ein wahrer AfD-Hasser und damit für Merkel genau der Richtige, um Ostbeauftragter zu werden. Ganz nebenbei bezeichnete dieser Mensch, ich zitiere die AfD, also er bezeichnete die AfD, und ich will dazu zitieren, den genauen Wortlaut, als giftigen Abschaum. Er betätigt sich damit als geistiger Brandstifter und Aufwiegler von linken Aktivisten, die Anschläge auf AfD-Politiker und deren Büros und Autos machen, so wie das vorgestern in Leipzig geschehen ist, ein Brandanschlag auf ein Auto eines Stadtrates der AfD in Leipzig. Aber das vergessen Sie alle hier regelmäßig zu erwähnen, der Verfassungsschutz im Übrigen auch. Wir kommen zurück zum Verfassungsschutz. Jener Hans-Georg Maaßen, der übrigens sehr gern von der CDU-Basis hier in Sachsen-Anhalt begrüßt wird, zuletzt in Brenner und auch im Saalekreis, sah keine sachlichen Anhaltspunkte, die AfD überwachen zu lassen. Das war sein Aus. Er hat in einem Interview in der Jungen Freiheit, Ausgabe 33, 2019, auf Seite 3 dazu Folgendes gesagt, ich zitiere Hans-Georg Maaßen: Ich sage nur, dass es zu meiner Zeit auf mich und auf meine Kollegen in den Landesverfassungsschutzämtern politischen Druck gab, die AfD unbedingt zu beobachten. Er sagt dann später in dem Interview: Dem habe ich in der gebotenen Objektivität widerstanden und stattdessen eine Prüfung eingeleitet, um zu klären, ob die Partei ein Beobachtungsfall ist oder nicht. Weiter sagte er in dem Interview: Einige Politiker unterstellen mir, ich sei AfD-Sympathisant, andere wollen mich aus dem Amt drängen. Meine Damen und Herren, diese Worte Maaßens beschreiben sehr genau das Agieren der vielen Striegels und Quades, die wir alle kennen, die permanent versuchen, Andersdenkende selbst in hohen Ämtern zu kontaminieren. Und wenn das nichts bringt, dann müssen eben Köpfe rollen, damit die Schmutzkampagne gegen die AfD und ihre Mitglieder weitergehen kann. Und so kam es denn auch. Hans-Georg Maaßen musste gehen, es folgte Thomas Haldenwang. Und dieser Thomas Haldenwang brauchte nicht lange, um seinen eigentlichen Auftrag, wofür er seinen neuen Posten übertragen bekam, offenzulegen. Er betonte gleich zu Beginn seiner Amtszeit, er wolle stärker gegen rechtsextreme Strömungen innerhalb der AfD vorgehen und nicht mehr von Einzelfällen sprechen. Als Grundlage diente ein sogenanntes Gutachten. In diesem sollten Informationen über die AfD gebündelt werden, um eine aussagekräftige Materialsammlung zu haben. Es ging um eine Grundlage, die dabei helfen sollte, rechtsextreme Tendenzen in der Partei aufzuklären. So hieß es damals. Auf die Begleiterscheinung und dem Ausruf Haldenwangs in der Pressekonferenz im Januar 2019, die AfD sei nun offiziell ein Prüffall, will ich an der Stelle gar nicht tiefer eingehen, das ist nicht Thema. Es sei nur der Hinweis erlaubt, dass dieses Agieren höchst richterlich gestoppt wurde und die Vorgehensweise Haldenwangs rechtswidrig war, meine Damen und Herren. Das wollen wir aber festhalten. Und die wochenlange Kampagne aller Medien basierte somit auf einem miesen und politisch gelenkten Vorgehen des neuen Präsidenten des Verfassungsschutzes Haldenwang. Meine Damen und Herren, was ist nun das Problem an diesem Gutachten für unser Bundesland Sachsen-Anhalt und warum müssen wir uns als Landesparlament damit beschäftigen und warum müssen wir handeln? Lassen Sie mich dazu ein Zitat einführen. Wer damit rechnet, dass etwa die Teilnahme an einer Versammlung oder einer Bürgerinitiative behördlich registriert wird
und dass ihm dadurch Risiken entstehen können, wird möglicherweise auf eine Ausübung seiner entsprechenden Grundrechte verzichten. Laut Artikel 8 und 9 des Grundgesetzes. Meine Damen und Herren, das sage nicht ich, sondern das sagt das Bundesverfassungsgericht dieser Bundesrepublik, und zwar in einem seiner bedeutendsten Entscheidungen, nämlich dem Urteil zur Volkszählung. Und damit schufen die Karlsruher Richter das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Doch ausgerechnet der vermeintliche Verfassungsschutz unterläuft dieses Recht in geradezu unglaublicher Weise. Und jetzt ist die Frage, woher wissen wir das? Wir wissen das durch das Gutachten des Bundesamtes für Verfassungsschutz zur AfD. Dieses ist öffentlich geworden. Die Vermutung liegt natürlich nahe, dass dies absichtlich passierte, um die rechtswidrige Prüfwahlkampagne zur Beschädigung der AfD zu flankieren. Das alles natürlich vor den Ostwahlen, um die AfD zu beschmutzen. Es ist alles gescheitert, meine Damen und Herren. Und offiziell wurde ja dieses ominöse Gutachten nicht veröffentlicht. Man könnte verschmerzen, dass seit dem Öffentlichwerden bekannt ist, dass der Verfassungsschutz weder die deutsche Sprache noch Rechtschreibung oder Interpunktion beherrscht. Die einfachsten Denkgesetze scheint man ebenso wenig drauf zu haben, und außerdem wimmelt es in diesem Pamphlet vor Logikbrücken. Nicht verschmerzen kann man hingegen, dass durch das Öffentlichwerden dieses Sammelsoriums unter anderem aus Antifa-Quellen der Öffentlichkeit etwa die Mitgliedschaft in einer durch den Verfassungsschutz nicht beobachteten, ich betone nochmal, nicht beobachteten Burschenschaft eines Bürgers aus Sachsen-Anhalt bekannt wurde. Übrigens diente dem Verfassungsschutz auch in diesem Fall die Antifa als Quelle. Viele andere Beispiele in dem sogenannten Gutachten lassen zudem den Sinn vermissen, warum sie aufgenommen wurden, aber das vertiefe ich an der Stelle nicht. Durch Artikel 6 des Bundesverfassungsschutzgesetzes ist der Verfassungsschutz unseres Bundeslandes, das hat auch der Innenminister gerade bestätigt, zur Bereitstellung seiner eigenen Datensammlung an die Bundesebene verpflichtet. Und obwohl die Landesregierung durch die Veröffentlichung dieses Gutachtens weiß, dass die von ihr gesammelten Daten nicht sicher sind, hat sie nichts unternommen, die Daten, die ihr Inlandsgeheimdienst über die Bürger Sachsen-Anhalts sammelt und auswertet, vor fremdem Zugriff zu schützen. Und genau darüber reden wir heute, meine Damen und Herren. Und die Landesregierung wäre aus unserer Sicht verpflichtet gewesen, der Bundesebene so lange keine Daten mehr über Bürger Sachsen-Anhalts zur Verfügung zu stellen, bis endlich geklärt ist, ob die Sicherheitslücke im Bundesamt für Verfassungsschutz geschlossen wurde. Doch bis heute ist nicht klar, wie es zur Veröffentlichung kam, sodass weder Bundes- noch Landesregierung wissen, warum die Daten des Verfassungsschutzes nicht sicher waren und nicht sicher sind. Denn die Anfragen dazu an die Bundesregierung lassen keine Antwort erkennen. Und daher ist die Landesregierung von hier aus, vom Hohen Haus in Sachsen-Anhalt, durch den Landtag aufzufordern, den Auftrag des Bundesverfassungsgerichts, den ich vorhin zitiert habe, zum Datenschutz zumindest in Teilen nachzukommen. Und wir sind der Auffassung, dass wenn schon teilweise illegale Daten über die Teilnahme an Versammlungen und Mitgliedschaften in nicht-extremistischen Vereinigungen gesammelt werden, dann sollten diese Daten, aber auch legal gesammelte Daten, wenigstens sicher sein. Daher lautet unsere glasklare Forderung: keine Daten an das Bundesamt für Verfassungsschutz, bis die Umstände des Datenlecks geklärt sind und dieses geschlossen wurde, meine Damen und Herren. Damit jeder Bürger Sachsen-Anhalts auf linke, rechte oder religiöse Versammlungen gehen kann, ohne die Furcht haben zu müssen, dass dies in einem geleakten Gutachten des Verfassungsschutzes aller Welt bekannt gemacht wird. Das sind Zustände, die wir nicht hinnehmen, und deshalb fordern wir Sie auf, unsere Bürger vor dieser Willkür und vor dieser Arbeitsweise zu schützen. Wie ich Ihnen dargelegt habe, geht es um die informationelle Selbstbestimmung unserer Bürger und damit auch um nichts anderes und nichts Geringeres als um unsere Freiheit im Allgemeinen. Meine Damen und Herren, eine Bundesbehörde, die undichte Stellen hat, eine Bundesbehörde, die verfassungsmäßig irrelevante Daten über unsere Bürger zusammenträgt und nicht weiß, wie diese dann an die Öffentlichkeit gelangen, muss erstmal ihre Hausaufgaben machen, bevor sie aus unserem Bundesland Zuarbeit erwarten kann. Wir als Abgeordnete des Landtages Sachsen-Anhalt tragen die Verantwortung für unsere Bürger und wollen sie nicht einer völlig unklaren Datenschutzlage aussetzen. Das ist der Sinn des Antrages. Und deshalb ist der Antrag der AfD die logische Konsequenz. Und ich fordere den Landtag auf, ihm zuzustimmen, um die Rechte unserer Bürger zu schützen. Vielen Dank, meine Damen und Herren, für die Aufmerksamkeit. Applaus
gibt eine Anfrage des Kollegen Erben. Die kann er jetzt stellen. Ja, Herr Reul, ich habe zwei Fragen an Sie. Erstens, Sie haben vorhin gesagt, dass in höchstrichterlich festgestellt worden sei, dass der BfV-Präsident die AfD nicht als Prüffall bezeichnen darf. Mir ist ein höchstrichterliches Urteil nicht bekannt, aber vielleicht können Sie mir da weiterhelfen. Denn bekanntlicherweise ist das Verwaltungsgericht Köln ja kein höchstes Gericht, um bei Ihrer Wortwahl zu bleiben. Zweite Frage, Sie haben sehr häufig in Ihrem Vortrag den Begriff rechtswidrig verwandt. Für mich ist es rechtswidrig, ja, dass man gegen Gesetz und Recht verstößt. Sie fordern, wir sollen ja nachher beschließen, dass entgegen dem Gesetz über die Zusammenarbeit der Verfassungsschutzbehörden von Bund und Ländern Sachsen-Anhalt, bis die von Ihnen genannten Voraussetzungen gegeben sind, keine Informationen mehr liefert. Wäre das aus Ihrer Sicht rechtswidrig oder rechtmäßig? Bitte, Sie haben das Wort. Vielen Dank. Also zum ersten Punkt, den Sie genannt haben, korrigiere ich mich. Da haben Sie sehr gut aufgepasst, Herr Erben. Das Verwaltungsgericht in Köln ist nicht das höchste Gericht, stimmt. Allerdings hat das Verwaltungsgericht in Köln auf Antrag und Beschwerde der AfD festgestellt, dass das Vorgehen Haldenwangs rechtswidrig war. Es gibt keinen Prüffall und dieser Prüffall ist eben monatelang zur Grundlage einer Schmutzkampagne geworden, um die AfD vor den Ostwahlen zu beschädigen. Also wie gesagt, das höchstrichterlich nehme ich zurück, aber es war ein richterliches Urteil, das festgestellt hat, dass es rechtswidrig war. Insofern Punkt für Sie, bitteschön. Der zweite Punkt war, Sie haben davon gesprochen, was ja auch der Innenminister gesagt hat, ob es rechtswidrig wäre, wenn wir einstellen, unsere Daten zu übermitteln. Da muss ich Ihnen sagen, es gibt in der Politik immer unterschiedliche Auffassungen, was rechtswidrig ist und was nicht. Für mich ist dieses Haus hier das höchste Haus im Land Sachsen-Anhalt. Wir sind alle gewählt direkt vom Volk. Und wenn dieses höchste Haus sagt zur Feststellung kommt, dass der Datenschutz für unsere Bürger nicht gegeben ist, und wir haben ja entsprechende Anfragen an die Bundesregierung, an die Landesregierung gestellt, wo wir keine Auskunft darüber gegeben haben und bekommen haben, wie das denn dazu kam und ob das Leck geschlossen ist, gibt es keine Auskunft. Vielleicht kennen Sie eine, können Sie mich ja informieren. Und das ist, da das so ist, da dieses Datenleck offensichtlich immer noch besteht, kann ich es als Abgeordneter dieses Landes nicht verantworten, diesem Bundesamt, solange es seine Hausaufgaben nicht macht, weitere Daten unserer Bürger zur Verfügung zu stellen. Und das hier ist das höchste Haus unseres Bundeslandes und damit steht es über allem. Das ist ganz einfach so. Haben Sie noch eine Nachfrage? Ich entnehme das Ihre Körperhaltung. Wenn Sie die haben, können Sie die kurz stellen. Herzlichen Dank, Herr Präsident. Verantworten müssen ja nicht Sie es, sondern muss es der Innenminister. Das ist auch Ausdruck der Gewaltenteilung in dem Falle. Und zweitens, sind Sie, Herr Reul, ernsthaft der Auffassung, dass der Landtag von Sachsen-Anhalt darüber zu entscheiden hat, ob die Behörden des Landes Bundesrecht ausüben? Das nahm ich jetzt mal aus Ihrer Antwort von eben. Bitte. Sie haben das Wort. Ich habe die Frage jetzt nicht verstanden. Ob die Behörden des Landes Bundesrecht ausüben? Nein, sind Sie ernsthaft der Auffassung, dass der Landtag von Sachsen-Anhalt befugt wäre, zu entscheiden, dass die Behörden des Landes Bundesrecht nicht zur Anwendung bringen? Der Landtag des Landes Sachsen-Anhalt ist in erster Linie dafür da, dafür zu sorgen, unsere Bürger zu schützen vor dem Datenleck des Bundesamtes. Und das Mindeste, was ich erwartet hätte, wäre, dass ein Innenminister, und das habe ich bisher nicht gehört, dass ein Innenminister zumindest sich mal dafür einsetzt, dass dort ordentlich gearbeitet wird. Und dass es eben aufgeklärt wird, wie solche Gutachten oder Materialsammlungen, wie es Herr Haldenwang nannte, an die Öffentlichkeit gelangen. Denn ich habe Sie ja auch schon zurückgefragt, kann ich zwar nicht, aber vielleicht wissen Sie es ja, wie es passiert ist. Da können wir doch nicht einfach die Augen vorverschließen und so tun, als ob nichts gewesen ist. Und da müssen wir als Landtag auch mal die Stimme erheben und sagen, es gibt so lange keine Zuarbeit. Man kann das aussetzen, da sehe ich kein Problem drin. Gut, jetzt ist das Zwiegespräch zwischen Ihnen beiden beendet.